Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch aus Super Mario den Bo machen. Und ein Dankeschön geht an Kadi, die ihre Anleitung zur Verfügung gestellt hat und mir erlaubt hat, ein Video zu machen. Alles, was ihr für Bo benötigt, sind 1060 weiße Bügelperlen, 111 rote und 6 schwarze. Für die Einzelteile wird es ein PDF geben, welches ihr in der Beschreibung findet. Und nun wollen wir beginnen. Wir setzen von unten an. Und los geht es mit diesen beiden Teilen. Darauf folgen dann diese. Und die verkleben wir erstmal miteinander. Zuerst soll das kleine Stück auf dieses. Hier werden nur die äußersten beiden Perlen beklebt. Nur die äußersten zwei. Dreht das Stück. Nun. Beziehungsweise lasst es gleich so. Nun soll dieses Stück auf das Stück. Das wird so angebracht, dass es vorn mit diesen mittlersten beiden roten bündig ist. Ihr beklebt nun nur die äußerste Reihe. Und nun so, dass das mit dem Rot in der Mitte bündig ist. Und richtig andrücken. Jetzt soll das Stück auf dieses Stück. Dieses Stück bringt ihr nun so fest, dass die weißen Perlen noch bündig mit der untersten, mit den unteren roten sind. Die vorderen weißen bündig. Klebt es so fest, dass es in der Mitte sitzt. Die Perlen sind ein wenig versetzt, also liegen nicht genau aufeinander. Ihr macht nun wieder auf diesem Stück nur die äußerste Reihe mit Leim. Die ganz vordersten stehen über, die brauchen keinen Leim. Und nun die weißen bündig mit dem Rot und festdrücken. Jetzt verkleben wir erstmal die beiden Teile miteinander. Hier könnt ihr alles komplett bekleben. Diese Stücke genau aufeinander bringen. Und nun soll dieses Stück darauf gebracht werden. Auch wieder ein wenig versetzt. Und hier diese roten und diese roten ergeben eine Linie. Es ist wieder ein wenig versetzt. Ihr macht jetzt hier wieder eine Runde. Leim, also nur die äußerste Runde. Die vordere einzelne rote Perle bleibt frei. Und nun das Stück darauf bringen. Nun folgen die nächsten Teile. Dieses Stück und diese beiden. Diese werden nun hier raufgesetzt.
Zuerst kommt dieses Stück. Das setzt ihr so darauf, dass alles vorn bündig ist, die beiden roten und das weiß bündig ansitzt. Ihr könnt nun an eurem geklebten Stück das ganze weiß und rot alles bekleben. Das komplette Weiß. Und bei dem Rot reichen die Außen. Reicht die Außenrunde aus. Und jetzt bündig anlegen. Herumdrehen, richtig andrücken. Rund der Mitte. Nun folgt dieses Stück darauf. Hier könnt ihr jetzt auch einfach außen alles bekleben. Dreht alles herum, drückt es richtig fest. Nun folgt dieses Stück, macht auch wieder hier alles voll mit Leim. Richtig gut andrücken, wieder rumdrehen. Das nächste liegt auch genau darüber, auch alles bekleben, auch die äußeren drei weißen Perlen. Bündig darauf bringen, andrücken, herumdrehen. An den Seiten aufpassen, auch richtig mit festdrücken. Jetzt folgen die nächsten Teile. Es wären jetzt noch vier Stück. Dieses, dieses und diese beiden. In der Reihenfolge werden diese noch darauf gesetzt. Dieser Ring wird bündig vorn mit den Augen angebracht. Ihr macht nun wieder die äußerste Runde. Voll mit Leim. Fund mit den Augen bündig anbringen. Alles andrücken. Ihr könnt es auch wieder herumdrehen zum Andrücken. Nun folgt dieser Ring. Dieser rutscht wieder ein Stück rein, so dass es wieder ein bisschen versetzt ist. Macht wieder alles mit Leim. Und ein wenig nach innen rutschen. Mit dem nächsten Stück macht ihr das gleiche. Dieses rutscht auch nach innen, so dass es auch versetzt ist. Und zum Schluss noch dieses Stück und dieses Stück liegt nur mit der äußersten Perle auf. Das heißt, ihr braucht nur der äußersten Perle Leim. Und gut anbringen. Und fertig ist euer Bow. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!